Das. Ich kann auch schon mal die grüne Karte aufnehmen. Ja, aber danach würde ich da runtergehen. Und wir haben einen neuen Alarm ausgelöst. So, zum Glück habe ich jetzt wieder hier nur so ganz leise ein bisschen Ton und krieg das jetzt nicht wirklich mit. 12 Schuss. Spitze. Da unten im Wasser ist noch irgendwo ein Taucher. Ich hab und ihn. Du siehst, es soll eine Secret liegen. Allerdings, Obacht, sobald du es aufsammelst, kommen von deiner Seite aus unter dir noch irgendwo zwei Schläger. Du bist kurz vorm Verrecken. Das reicht, das reicht. Die Energie reicht, die Energie. Ach, verdammt, reicht doch nicht. Ey, der schießt dich immer noch an, obwohl du Matsch bist. Wer das Spiel verreckt jetzt? Na toll, war ja klar. Musste ja kommen. Aber immerhin, du hast deine geliebte Schrottflinte, wie versprochen. Ich hab dir versprochen, du siehst das Ding in dem Spiel, in dem Level noch wieder. Ja, das hast du. Und wie du siehst, ich weiß ganz genau, wo welche Waffe ist. Auf welcher Schnelltaste ist die Harpune? 5. Ja, Pune ist 5. Ja. Die kenne ich auswendig. Boah, ey, ganz knapp an der Plattform. Ey, geil, so geil möchte ich auch mal fliegen können. Aber nicht in seinem Gesundheitszustand. Egal in welchem Gesundheitszustand, Hauptsache fliegen. Okay, und wo ist der verdammt? Ach, der ist hinter mir. Irgendwie taucht der immer hinter dir auf. Ist dir schon mal aufgefallen? Wer der Freak schießt mich gleich ab. Oder habe ich den schon verrecken lassen? Nö, der ist nicht verreckt. Ha! Jetzt ist er! Und das... Obacht, ich würde von genau von der Seite würde ich auch rauf gehen. Auf die Plattform. Das Einsammeln sofort mit dem Seitwärtszeitung wieder runterspringen. Weil von der aus, von hinter dir, kommen zwei Schläger angerumpelt. Sobald du an dem Geheimnis bist, das ist einsammeln. Oder geh einfach auf zwei, das ist Moment. Die Schrottflinte. Na, jetzt funktioniert. Ich konnte vorhin meine Schrotflinte nicht ziehen. Und dieses Geheimnis liebe ich so sehr, weil das bringt mir sehr viel. Utzis! Yay! Jetzt musst du in gewissermaßen einmal auf die gegenüberliegende Seite tauchen. Nach da? Oder nach da? Ist egal. Spring einfach ins Wasser und tauche in gewissermaßen einmal bis zum Gegen... Nein, du musst noch eine weiter, eine Bohrinsel. Genau, auf die musst du rauf. Und an dem hinteren Ende in gewissermaßen hängt eine Leiter. Ich sehe so. Ja, genau, da musst du hoch. Nicht tauchen! Klettern! Aber du hast jetzt Uzzis. Ich dachte, da haben sich, ich denke mal, da haben sich die drei Geheimnisse gelohnt, oder? Ah, ich bin nicht so der große Freund von Uzzis. Ich bin ein riesen Uzi-Fan. Also ich benutze die Dinger verdammt gern. Das werdet ihr in meinem Let's Play sehen, wenn ich jetzt dann endlich mal loslegen kann. Mein Mikro endlich noch gar mag. Ihr werdet auch merken, ich habe dann eine viel bessere Qualität von den Picks her. Und ich werde auch, glaube ich, ganz gern immer wieder mal hier dieses LP erwähnen. Nun ja, ich warne vor, wenn du eine bessere Bildqualität haben möchtest, wird das Hochladen dementsprechend lange dauern. Nee, aber ich meine, das ist halt allein vom Ton, von der Tonaufnahme her irgendwie ein bisschen besser, was hoffentlich dann als bei mir, weil bei mir ist ja im Moment alles nachsynchronisiert und das ist richtig schlicht und einfach nur Mist. Alles halt, alles stört und zumindest das Hallen hätte ich dann schon mal raus. Sag mir rein, ich bin hier falsch. Nicht rüber, du hast doch die Karte schon. Da oben ist das Loch in der Decke. Ey, mir fällt das erst jetzt auf, ich habe gerade die komplette Strecke im Sprint gemacht. Mhm.
mein Bruder fragt gerade, wie du eigentlich zu dem Spiel gekommen bist. Mit meinem Vati damals, als ich klein war, so mit 3, 4, 5. Ne, angefangen mit zwei Jahren hab mit meinem Vati den vierten gezockt oder so. Hau das hin? Eigentlich genauso wie ich, unser Vater hat es auch irgendwann mal mit heimgebracht. Nee. Das 4 ist 1999 raus, ne? 1997. Nicht der, der vierte. Der vierte. Der vierte ist 1999, ne? Weiß ich nicht so genau, weil ich den vierten leider selber noch nicht gespielt habe. Doch, 1999 ist der rausgekommen. Und ich bin 94 geboren. Ich war 5. Ich war 5 und hab mit meinem Vater ständig den vierten gezockt. Und somit kam ich dann zum Tomb Raider und dann habe ich irgendwann Laura kennengelernt, die hat mich dann nochmal dem zweiten nahe gebracht. Ich habe meine Schwester damals zugeguckt, als ich dann 7, 8, 9 war, habe ich meine Schwester zugeguckt, wie sie mit dem zweiten angefangen hat, daher hatte ich auch schon einen Bezug zum zweiten. Zum dritten hatte ich auch mal einen Bezug, beim fünften habe ich es auch mal versucht mit dem Zusehen. Der fünfte hat mir persönlich sehr stark missfallen, insbesondere mit seiner brutalen starken Szene. Und den ersten, den habe ich dann bei meinem Vati wieder zugeguckt, als ich 14 war. Und da fand ich den doch wieder ganz erstaunlich, besonders da wir die Director's Cut Edition haben. Also letzten Endes, ich bin seit meiner Geburt an Tomb Raider gewöhnt. Ich bin eigentlich auch schon, seit ich fast denken kann, irgendwie mit Tomb Raider zusammen. Aber eigentlich ich nur mit dem zweiten Teil. Mein Vater hat damals zwar versucht, den vierten Teil bei uns irgendwie zu laufen. Nein, stopp, wieder rein dann. Jetzt hast du die Kommunikate, kannst du einsetzen. Also mein Vater hat damals auch versucht, den vierten Teil zu installieren, allerdings hat es irgendwie leider Gottes bisher nicht funktioniert, oder ist da schon nicht funktioniert. Rechtsklick-Kompatibilität 1995. Erst nochmal den Schalter ziehen, genau. Naja. Im Moment auf jeden Fall bin ich eigentlich bloß an Tomb Raider 2 gewöhnt. Aber das Spiel habe ich irgendwie, seit ich denken kann, du bist mit dem Level beinahe durch. Du hast das Loch gesehen, denke ich, gell? Genau. Du brauchst es eigentlich gar nicht mehr speichern, weil du bist mit dem Level fast durch. Ist mir scheißegal, ich speichere trotzdem, sicher ist sicher. Mal gucken. Das sieht nämlich relativ gut aus. Es könnte sein, dass du an meine 23er Zeit echt rankommst. 23? Ja. Man darf nicht vergessen, du hast oftmals nur geladen, ja. Das zählt dann alles wieder von neuem. Mal gucken. 25! Hey, da drüben war nicht die ganze Einrichtung. Scheiße, meine Hand tut weh. Keine Angst, die heile Hand. Die heile Hand tut weh. Oh, fuck. Ich glaube, ich habe meinen Tisch demoliert. Oh Mann, der steht noch. Oh, fuck. Du hast immer die Einrichtung zerschlagen. Oh, tut das weh. Aber guck mal, ich habe deine alte Bestzeit unterschlagen. Ich hab deine alte Bestzeit unterschlagen. Ich hab wenigstens die 28 unterschlagen. Ja, das ist doch super. Wie ihr sagt, ich war damals wirklich meinen besten Tag gehabt. Ich glaube, so gut habe ich seitdem echt nicht mehr gespielt. Also, da hatte ich einen spitzen Tag und kannte wirklich jeden Schritt blind. Also ich glaube, da hätte man mir die Augen verbinden können, ich hätte trotzdem Rekordzeit gespielt. Na, ich drücke jetzt einfach mal Enter. So witzig, den nächsten Level mag ich komischerweise reichlich wenig, auch wenn er noch im gleichen Ambiente spielt. Ich kann es euch gleich sagen, der Level heißt die Tiefe. Das ist der 6. Level im Spiel, die brauchst du nicht. Ich habe deinem Bruder gerade was sagen können, ich habe es leider akustisch nicht verstanden. Naja, aber Bordturm mit Bonne in die Tiefe. Und vor allem danach geht's ja mit dem U-Boot runter. Ja, das Blöde heißt allerdings. Nein, du brauchst hier keine Waffen. Du brauchst erstmal am Anfang gerade keine Waffen. Ich ziehe immer meine Waffen. Das brauchst du aber nicht. Jetzt würde ich erstmal unter den Ventilator tauchen, weil da gibt's Muni für Granatiwerfi. Den sehen wir zwar jetzt erstmal die nächste Zeit nicht so schnell wieder, aber den gibt's jetzt wirklich erst einige Level später. Ich weiß aber wo. Nämlich erst in 3 Leveln. Aber immerhin die Munition dafür kriegen wir.
Und ich weiß auch, wo wir hier endlich zu unserer M16 kommen, meiner absoluten Lieblingswaffe neben den Uzis. Ist es eigentlich... Moment. Kann man es eigentlich so definieren, dass jede Handfeuerwaffe deine Lieblingswaffe ist? Ja. Ich kämpfe persönlich relativ gern mit Handfeuerwaffen, weil ich mit denen selbst viel beweglicher bin als mit diesen großen Dingern. Meine Schrotflinte brauchen immer zu lang anzuvisieren und so. Und deswegen... Obacht, jetzt würde ich Waffen ziehen. Ja, klar, das hängt damit. Wuffi, zwei Schützen auf der anderen Seite, zwei Schläger. Aber ich würde mich erst um den Wuffi und die zwei Schützen kümmern. Dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Ah, da! Ich würde jetzt die kümmern. Obacht, da ist noch irgendwo ein Schützi. Erstmal möchte ich hier gerne das Problem loswerden, was ich hier habe. Da haben wir ihn. Deswegen habe ich ja gesagt, ich würde mich erstmal um die eigene Seite kümmern, weil die ist gefährlicher.